Wenn die Mannschaft merkt, dass sie nach dem 0-1 nicht gleich das 0-2 kriegt, gut, in Ingolstadt haben wir nach dem 2-1 das dritte Tor bekommen, aber trotzdem haben wir irgendwo gemerkt, wenn wir ein paar Gänge nach oben oder nach vorne schalten, dann haben wir noch mal ein bisschen Sprit im Tank und dann können wir wirklich noch mal zurückschlagen. Und das, glaube ich, weiß die Mannschaft auch. Und ich denke, da hilft natürlich auch ein guter Teamgeist und Vertrauen zueinander. Gut, Daniel Ginczek ist ja sehr logisch. Ich glaube, das brauche ich auch nicht jedes Mal erwähnen, dass er natürlich ausfällt noch länger. Und Martin Harnik, das wird sehr, sehr eng bis zum Sonntag. Also hat es noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Steigert sein Programm, ob das jetzt schon dann reicht, um ihn in den Kader zu nehmen, das sind schon Zweifel da. Federico Barber macht Fortschritte, hat jetzt natürlich auch nach dem Leverkusen-Spiel Zeit, dann auch in der Länderspielpause noch mehr Anschluss zu finden. Und ich denke, den werden wir dann auch ins Mannschaftstraining integrieren können. Also der wird dann zurückkommen. Bei Leverkusen hat unterschiedlichste Stärken, das haben sie auch gestern gezeigt. Also sie haben richtig viele Qualitätsspieler in der Mannschaft auch und da müssen wir uns drauf einstellen. Wir bereiten uns mit den Dingen, die wir beeinflussen können, jetzt im Training, glaube ich, die nächsten zwei Tage noch gut drauf vor. Und dann wollen wir einfach an die Leistungen, die wir großteils der Rückrunde gezeigt haben, anknüpfen. Ja, also ich habe da keine Rechnung offen mit irgendwas. Klar weiß ich, was im Hinspiel passiert ist, aber... Wie gesagt, haben sie fußballerisch einfach sehr, sehr viele und hohe Qualität drin. Des Weiteren ist, glaube ich, bekannt, dass der Trainer Roger Schmidt viel auch übers Pressing, übers hohe Anlaufen, übers frühe Attackieren kommt. Das hat Leverkusen auch immer ausgezeichnet und das sind Dinge, die sie sicherlich auch versuchen werden, am Sonntag da auf den Platz zu bringen. Es ist klar, dass wir natürlich hier zeigen wollen, dass wir zu Hause sind, dass wir mit den Zuschauern zusammen wirklich eine aggressive Spielweise auf den Platz bringen, die natürlich auch dem Gegner zeigt, dass es hier schwer wird, was mitzunehmen. Ja. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit richtig gut hingekriegt. Hannover war jetzt, das Ergebnis hat nicht gepasst, aber ansonsten haben wir da auch viel, viel richtig gemacht und deswegen bleiben wir auf diesem Weg. Und ich glaube, die Mannschaft weiß auch, dass sie natürlich jetzt am Sonntag, dass das ein wichtiges Spiel ist, auch vor der Länderspielpause, um dann auch nochmal in der Tabelle sich gut darzustellen. Ja. Also ich denke, also wir werden sicherlich heiß sein. Ja, die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen fand heute in den Räumen der Mercedes-Benz-Bank statt, dem VfB-Trikotsponsor. Das liegt daran, dass das Spiel am Sonntag unter dem Motto Fair Play steht. Das Spiel selbst könnte recht unterhaltsam werden. Bayer Leverkusen ist eine Mannschaft, die gerne nach vorne spielt, der VfB zu Hause sowieso. Es könnten viele Tore fallen. Bayer Leverkusen ist zudem zurzeit nicht sehr gut drauf. Die sind aus der Europa League ausgeschieden, haben viele Verletzte. Von daher sind die Voraussetzungen für den VfB ganz gut.